Montessori Miei, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns zusammen die Wochentendenz uns anschauen. Was bringt uns die nächste Woche ohne Zeitangabe? Du kannst es dir immer wieder anhören, ja, weil diese Zeit irgendwo auch fließt und nicht immer von einer großen Bedeutung ist. Ja? Wir konzentrieren uns weniger auf eine Zeitangabe, sondern mehr um was die Energien uns mitteilen wollen. Ja? Bitte bedenke das, Solomio, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Okay? Und es ist wichtig, dass du quasi nur das annimmst, was auch zu dir gehört, was du fühlst. Ja? Sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen fragen auch oder haben immer dieses Zweifeln, ja, ist es meins oder ist es nicht meins? Ganz einfach und simpel, wenn du es spürst. Wenn es unter die Haut geht, dann ist es deins. Wenn es unter die Haut dringt, wirklich, dass du Gänsehaut bekommst, sagst, boah, das trifft mich, das ist dann deine Sache, ja. Wenn nicht, dann lässt du es sein, dann kannst du ja irgendwie auch nur das mitnehmen, was du umsetzen kannst. Und am Ende der Legung ziehe ich noch ein paar Sternzeichen, also das heißt Sonne, Mond, Venus, Aszendent könnte sich befinden und das ist eine große Hilfe, kann aber auch gut sein, das sind die Menschen, die dich quasi umgeben, ja, Personen, mit denen du zu tun hast, das Solomio. Okay, so, alles erklärt, wir kommen jetzt zu den Energien mit dieser wunderschönen französischen Orakelkarte. Ich konnte nicht mischen. Sie wollten es nicht. Hier ist schon die Antwort. Das ist wunderschön. Eine wunderschöne Karte. Ich liebe diese Karte. Und zwar, le risposte sono in noi. Die Antworten sitzen genau da, wo wir sind. Genau in uns. Das Schlüssel zum Erfolg ist in dir drin, in deinem Herzen. Viele, viele Menschen schauen immer nach draußen. Ja? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt nicht forschen sollen, nicht lernen sollen. Nee, 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 nee. Wenn wir etwas an Informationen bekommen, ich höre mir auch gerne Kartenlegungen an, andere Menschen, die erzählen, das ist fantastisch, aber dann weiß ich, dass ich das sozusagen transformiere, diese ganze Information und in mir reinstelle und aus mir dann die Antworten raushole, weil ich bin ja das Instrument, wir alle sind Instrumente, ja, und wir alle kanalisieren auf unsere Art und Weise. Wir alle haben irgendwo etwas, in dem wir es rausholen. Also es kann gut sein, du hast ein Problem und du hast schon die Lösung für diesen Problem, nur du siehst es nicht oder du willst es auch nicht sehen oder du nimmst es nicht wahr, ja. Also diese Karte lädt dich ein, in dir reinzuschauen, weil egal was passiert, du hast die Antwort in dir. Ja, das ist wunderschön. Also die Karte ist wirklich magisch, sage ich immer, weil es ist das, was wir alle, nachdem wir uns alle sehnen sollen. Ja, wir gehen oft zu Kartenleger. Ich selber lasse mir auch mal Karten legen. Wieso nicht? Das ist ja ein Input. Das heißt nicht, dass ich die Zukunft wissen will. Das muss nicht unbedingt mit der Zukunft zu tun haben, sondern wo ist etwas, wo ich nicht sehe. Mit den Karten, also Karten sind eigentlich ein Instrument, um uns besser kennenzulernen. Es ist nicht eine Zukunftsdeutung. Natürlich haben viele Personen diese Zukunftsdeutung. Viele Personen sehen auch in die Zukunft. Wieso nicht? Sie haben diese Fähigkeiten. Wie auch Gustavo Roll konnte in die Zukunft reinsehen. Er hat irgendwo dieses mit dieser, wie sagt man das, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, mit dieser bestimmten Frequenz hat er herausgefunden, wie man reisen kann. Ja? Oder Rudolf Steiner ist auch ein Medium gewesen und viele Dinge, die er geschrieben hat in seinen Büchern, passen zu der heutigen Zeit. Also es gibt Personen, die wirklich etwas kanalisieren und da sind, um es die Welt zu zeigen. Das hat aber jetzt eher nichts damit zu tun, ob ich im Lotto gewinne, sondern etwas für deine Entwicklung. Ja? Also wenn ich jemandem etwas sage, dann fast immer nur für die Entwicklung. Nicht, dass ich jetzt sage, du wirst in 2 Jahren stinkreich. Wenn es
Wenn es deine Seele so bestimmt hat, dann wirst du es sowieso. Wenn deine Seele es nicht interessiert, wirst du nicht diesen Weg einschalten, ja? Es ist immer wichtig, was die Seele will und nicht, was du willst als Persönlichkeit. Also viele Leute verwechseln das und viele Leute sind wirklich in diesem Ego-Trip. Also ich merke es ständig, wie die Leute sich loben, wie die Leute selber von sich preisgeben, wie wenn sie die Götter hier sind. Leute, wir müssen aufpassen. Nicht wir selber dürfen das entscheiden oder dürfen uns loben, sondern die anderen loben uns, ja? Und es ist wichtig, den Ego unter Kontrolle zu halten. Ich sage es immer wieder, sehr, sehr wichtig. Okay, wenn du diese Kapazitäten hast, schön und gut, arbeite an dir. Du brauchst es nicht an die große Glocke zu hängen, ja? Es ist sehr wichtig, sehr wichtig. Also ich bringe es wirklich in diese Welt hinein, weil ich selber auch früher so ein Mensch war. Also ich war auch selber früher so eingestellt, dass ich immer irgendwo alles sagen musste oder irgendwie das Input hatte, ja, ich kann das oder ich muss das machen. Nee. Umso mehr stiller du bist und beobachtest und zuhörst den anderen, wirst du sehen, was die Person von sich erzählt, was es für eine Person ist. Und dann spürst du sie auch. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Energien spürt. Die Geistführer reden mit mir, das ist klar, ich bin ein Instrument. Dank den Geistführer bekomme ich diese Information mit. Aber ich glaube an meine innere Stimme. Und weil meine innere Stimme mir etwas sagt, weiß ich, dass es so ist. Weil bis jetzt ich mich nicht getäuscht habe. Und ich hänge und ich bin mir sicher, man darf niemals zweifeln an sich selbst. Das ist das größte Fehler. Niemals an sich selbst zweifeln. Weil das machen viele Menschen, die sabotieren. Die sagen, bist du dir ganz sicher? Weil das sind, sie arbeiten. Ne? Also das ist etwas, was ich dann auch in dieses psychologisches Buch gelesen habe. Also ich studiere oder ich lerne, also ich hoffe, dass ich das richtig sage, ich studiere. Also bei uns sagt man das so, ich kann nicht Studium, ne? Aber das ist kein richtiges Studium. Ich lerne das jetzt ja nicht so, dass ich jetzt in der Schule gehe, sondern ich finde heraus alles in dem Buch, was es so gibt zu lernen. Ja? Das ist wunderschön. Dass die Psychologie, die menschliche Psychologie ist einfach wow. Aber es gibt Menschen, die manipulieren. Menschen, die das können. Menschen, die versuchen, andere Personen, wenn sie schwach sind, sie zu manipulieren. Und dann gibt es welche, die sich nicht manipulieren lassen. Ja? Es gibt welche, die einfach hier sind, um die Wahrheit zu offenbaren und sich nicht manipulieren lassen. Seid vorsichtig von solchen Menschen, ja? Die gerne, gerne anderen irgendwo, ja, in seinen liebsten Händen manipulieren wollen. Wow, alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut verlaufen. Alles wird gut und wundervoll verlaufen. Also wenn du jetzt eine Situation hast, du suchst nach der Antwort. Hier ist schon die Antwort. Die Feen antworten dir, es wird alles gut. Mach dir gar keine Sorgen. Ich denke, du bist jemand, der wirklich sehr empathisch ist. Dass du die Menschen wahrnimmst, dass du wirklich eine Person bist, du weißt ganz genau, wie das abläuft. Ja? Du hast gelernt. Ne? Das ist ja klar, man kann nicht von heute auf morgen ein Meister werden. Ne? Man braucht Jahre. Jahren. Sogar die Jahre hier auf der Erde sind noch zu wenig. Wir sind hier, um zu lernen. Denkt ihr, hier kommen solche Meister wie Rudolf Steiner wieder oder Gustavo Roll oder wer das auch immer ist? Diese Meister sind leider nicht mehr da. Weil diese Erde, ich habe es schon mal gesagt, die höhere Macht, die dunkle Seite, hat sozusagen das alles aufgenommen. Ja? Und du merkst ja auch, was auf dieser Erde geschieht. Okay? Du merkst, wir sind nicht blind. Diejenigen, die wach sind, merken das. Und das sind die Asura. Ich sage das immer, wenn wir in den Veden reinschauen, wir haben die Asura, wir haben die Vedas, ja, ihr wisst ganz genau, die Asura, aber die Veda, die sind ja irgendwo vom selben Kreatoren. Also das ist schon so, dass die von einer selben Situation sind, weiß, schwarz. Im Endeffekt kollaborieren sie irgendwo auch zusammen, ja. Und wir sind die Seelen, die hier drin sind in diesem Spiel. Also tatsächlich ist es eher wie ein Spiel. Und der, wo stärker ist, der, wo schlauer ist, auch irgendwo gewinnt. Und ich denke, wenn wir schlau genug sind und verstehen, was die Menschen da draußen, die höhere Macht, die dunkle Seite, für ein Spielchen spielt, werden wir gewinnen. Das heißt jetzt nicht gewinnen, wer jetzt besser ist, sondern dass das Licht
siegen kann. Wir als Salem, ja? Und nicht Asura, Veda, egal wer, ja? Sondern wir als Menschen, weil wir hier irgendwo in einem Gefängnis sind. Sonst würden wir nicht hier sein, ja? Also wie gesagt, es ist wichtig, dass wir auch verstehen, dass alles, was draußen wir sehen mit den Augen oder wir auch uns beschweren, egal was es ist, und wir abhauen, uns nicht konfrontieren, weil es gibt doch Menschen, leider, wie gesagt, ich habe jetzt diese Erfahrung gesammelt, in meinem Leben ist es mir noch nie passiert, dass ich einen Menschen getroffen habe, der von dieser Energie, die ich auch habe, abgehauen ist. Also es ist, ich bin auch zu dem fähig, zu die Menschen so irgendwie zu tigern, indem der Mensch wegläuft. Und da habe ich gleich verstanden, es gibt etwas, was die Menschheit sich nicht konfrontieren will. Also ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, dass wenn ich etwas habe, ein Problem oder irgendetwas, ich trete an. Ich konfrontiere mich, ich bleibe dastehen und sage, okay, sag mir, wo liegt das, woran liegt das, wo ist das, wo können wir dran arbeiten, nicht abhauen. Das ist von Feigen. Man haut nicht ab. Leute, das ist nicht richtig, abzuhauen in einem Problem, in einer Liebessituation. Ich sage es so oft, ich das kann auch Menschen, die in einer Liebessituation abhauen. Das ist das Feige in uns. Das ist die Persönlichkeit, das ist das Ego. Die Seele scheißt darauf, auf sowas. Die Seele hat andere Dinge, wichtigere Dinge zu machen, anstatt sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, wie Neid, Wut, Angst. Nein, das ist nicht die Seele. Aber auf jeden Fall, hier ist die Lösung und du kannst sie bearbeiten. Du hast alles in deiner Hand, um das zu schaffen. Wie gesagt, also seien wir korrekt mit uns selbst. Immer die Wahrheit, immer. Lieber immer die Wahrheit sagen, auszusprechen. Egal wie es ist, ob sie jetzt manchmal bei uns sagen, mal Gott, Herr Bruder, ob sie gekocht ist, ob sie noch nicht gekocht ist, du sagst die Wahrheit. Hauptsache, man ist ehrlich zu sich selbst und man hat nichts verschwiegen, ja? Sehr wichtig, wow. Wem sollst du vergeben? Wenn du alten Ärger oder Groll loslässt, werden sich all deine Wünsche verwirklichen können. Also, es kann gut sein, dass du jetzt mit einer Person zu tun hast, die in deiner Gegenwart irgendwo auch Ärger hat oder Situationen hat, in denen er oder sie sich lösen sollte. Ja? Groll, Wut, das ist alles so eine Sache, die ich ja gerade gesagt habe. Also du hast dich jetzt mit jemandem hingesetzt. Du hast jetzt irgendwo etwas angefangen. Liebessituation mit einem Mann, mit einer Frau, Geschwister, Familie. Und diese Person haut aber ab. Wieso? Weil diese Person sich nicht konfrontieren will. Hier liegt die Antwort. Diese Person kann sich verwirklichen. Nur wenn sie aber auch den Ärger und den Groll, den Wut, den sie hat, auch transformiert. Weil du hast hier alles gemacht, was du konntest. Das sind zweierlei Energien. Ja? Es ist wichtig, dass du jetzt hier den Schlüssel auch zeigst und sagst, ich weiß, in mir steckt der Schlüssel. Aber wenn diese Person das nicht akzeptiert, dann ist es nicht dein Pech, das ist ihr oder ihm sein Pech. Ja? Ich rede hier auch von Liebessituationen, wenn man irgendwo, ich höre das immer wieder mit, auch Kunden von mir, die mit mir Kontakt haben, oft sagen, ja Katja, er hat sich nicht mehr gemeldet oder er hat sich eine Pause genommen, ja, weil er nicht zu seinen Problemen stehen will. Er ist noch nicht bereit, gebt ihm oder ihr die Zeit, weil nicht alle sind gleich, ja. Es ist auch klar, ich habe verstanden, dass einfach es gibt Menschen auf dieser Welt, die einfach Zeit brauchen, ja. Und ich denke, du hast hier deinen Schlüssel gefunden. Die Frage ist, haben das die anderen auch gefunden? Wenn ja, bist du hier mit Menschen alliiert, die in deiner gleichen Energie sind? Wenn nicht, dann eben nicht. Das habe ich auch letztens zu jemandem gesagt, mit dem ich eine private Legung hatte. Sie hat erzählt, sie hat eine beste Freundin gehabt und diese beste Freundin war nicht korrekt gegenüber ihr und sie hat ihr dann die Wahrheit gesagt, hat ihr dann alles gesagt, was sie gedacht hat und die beste Freundin hat gesagt, ja, ich finde es unverschämt, dass du mir jetzt das ins Gesicht sagst, du hast mich wirklich verletzt und ich denke nicht, dass ich den Kontakt zu dir möchte. Also
Als dritte Beobachterin kann ich nur beobachten, dass sie etwas gestört hat, dass die Dame gesagt hat, als Wahrheit empfunden hat. Also das ist etwas, was sie sich geäußert hat und die beste Freundin es nicht wahrgenommen hat und ist lieber gegangen. Ich habe zu ihr gesagt, ihr resoniert nicht mehr gleich. Du bist auf einem ganz anderen Level wie sie. Ja? Also es gibt immer solche Dinge, die passieren auch in Beziehungen, wenn wir nicht mehr zusammen vibrieren. Jeder ist auf einem anderen Level, jeder ist auf einer anderen Energie, ja? Okay, so. Da ich jetzt wieder meine intuitiven Orakelkarten habe und mich sehr freue, sie wieder rausgeholt habe. Verantwortung. Du bist jemand, der sehr viel Verantwortung hat. Du bist jemand, der wirklich auf seinen Rücken sehr viel ertragen musste. Du bist jemand für deinem Alter, der schnell erwachsen geworden ist, ja? Sehr schnell. Du bekommst eine sehr gute und positive Nachricht. Das ist, weil du positiv eingestellt bist. Ich sag doch, du bist ein guter Mensch. Und du hast alles, was du brauchst. Und deswegen, weißt du, guck mal hier diese Meisterzahl, 38. Und die 38 ist auch in meinem Geburtsdatum. Ich bin am 3.8. geboren. Das sind keine Zufälle. Es ist wichtig, dass wir auch erkennen, diese dritte Sichtweise. Wir wissen ganz genau, wie es funktioniert. Wir sind sicher von dem, was wir kennen. Aber es gibt Menschen, die dich zweifeln lassen wollen, die es an, also ich sage immer, es gibt die, leider gibt es halt auch dieses New Age, ja, dieses New Age tut sich gerade sehr viel verbreiten, ganz viele Leute glauben an solche Dinge und das ist wirklich, wie Rudolf Steiner es sagt, es werden zwei Wahrheiten verteilt, eine ist die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit und die andere ist eine Lüge. Man hat aber die eine verarbeitet und in Lüge präsentiert. Versteht ihr das? Also nicht jeder kommt drauf, aber die, wo wach sind und das ganz genau wissen, werden das verstehen. Und deswegen, das Universum zahlt dich aus mit einer positiven Nachricht. Wow, wunderschön. Dich erwartet etwas Schönes und Traum, also das ist wirklich eine schöne Fähigkeit, die man hat. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem erfolgreichen Weg. Du bist auf dem Weg, dem Erfolg. Und lass dich nicht stoppen. Es kann auch gut sein, dass es Menschen gibt da draußen, die dich vielleicht nicht deinen Erfolg mit dir teilen oder neidisch sind. Es gibt viele Personen, die neidisch sind. Ja? Es ist halt so. Es gibt immer solche Menschen, die einfach nicht gewisse Dinge schaffen und irgendwo die anderen beneiden. Ja, ich habe das nicht geschafft, aber guck mal die da oder guck mal der hat es geschafft. So, du bist hier auf deinem Erfolg, ne? Du bist hier auf der richtigen Straße, du bist hier auf dem richtigen Weg, du gehst hier Richtung deinen Erfolg und keiner kann dich aufhalten, weil du hier auch Visionen hast, Träume hast. Also es kann gut sein, dass du auch wirklich träumst und deine Träume an sich etwas haben. Du verarbeitest das in Träume, also ich habe oft Dinge, die ich dann träume und dann verarbeite, das funktioniert bei mir so, ja. Jeder macht das anders, jeder hat da so seine Verarbeitung, ja. Ich verarbeite sehr viel im Traum. Und Träume sind aber auch da, um sie zu deuten. Wie ich schon mal gesagt habe, ne? Jeder von uns hat mal Träume, die irgendwo metaphorisch etwas anderes bedeuten, ja. Oder es geht ja auch um einen Traum, der sich verwirklicht hat. Und der ist hier. Der ist dir, du kannst ihn anfassen, weil du diese Verantwortung übernimmst, weil du bist ein Mensch, der nicht von Problemen weghaut, nicht irgendwo den Rücken zulehnt, andere, nein, du öffnest deine Arme. Also ich sage es immer, ich erkenne, ich habe Respekt vor den Menschen, die sagen, ja, komm, ich stehe vor deiner Nase. Lass uns mal gemeinsam darüber reden, anstatt ich irgendwo wegrenne. Wohin renne ich denn weg? Ich werde mein Leben lang wegrennen, auch vor anderen Menschen. Also es heißt, in Beziehungen hat man Probleme. Man tut wegrennen von Liebe, von Freunde, von Situationen. Also es kann auch gut sein, wenn man solche Situationen hat, in denen man wegrennt, dann hat man auch Probleme in der Beziehung selber. Oder es gibt auch Beziehungsprobleme und dann merkst du das auch allgemein, dass irgendwo entweder du wegrennst, ja, oder auch die Person, mit der du diese Situation hast, weil sie von dir wegrennt, weil sie dich verlassen hat,
weil diese Person dich nicht erträgt. Weil viele Menschen sind ja sozusagen in einer Situation, in der sie einfach nicht verstehen, nicht die Verantwortung übernehmen. Wisst ihr, ich sage ja jedes Mal, wenn man mit Energie arbeitet, seid nicht leichtsinnig. Nehmt euch diese Verantwortung. Fragt Leute, die sich auskennen, bevor ihr Dinge macht, die nicht richtig sind. Tut nicht selber agieren. Ci vuole esperienza, Erfahrung. Also ich sage es immer wieder, auch wenn man die Kapazitäten hat. Versteht ihr das? Die Kapazitäten hat, man ist ein Tor. Passt auf, wen ihr an euch zieht oder was ihr für Dinge in euer Leben zulässt. Ja, sehr wichtig. Und wie gesagt, hier habt ihr eine wunderbare Energie. Wahrscheinlich seid ihr Menschen, die auch irgendwo beneidet werdet. Aber so ist halt das Leben. Ja, man führt halt, man hat, weißt du, ich sag immer, Gott ist groß und Gott bestraft die Menschen für das, was sie wirklich verdienen. Nicht du musst sie bestrafen, sondern Gott weiß schon. Gott sieht alles, Gott sieht mit seinem Auge. Ja? Du siehst ja hier das Auge der Wahrheit. Wieso habe ich das gemacht? Das hat nichts mit Illuminati zu tun. Sonst wäre ich nicht hier und würde das hier erzählen. Ja? Ich würde nicht tendieren, euch sozusagen zu erwachen, sondern ich würde euch wirklich die Dinge sagen, die jeder hören will. Ja? Die anderen sind schuldig, die anderen machen Scheiße und wir sind alle perfekt. Wir sind nicht perfekt, natürlich nicht, aber es gibt Menschen, die die Wahrheit in dieser Welt bringen. Und es kommt, es kommt, sie ist ungemütlich. Nicht jeder will die Wahrheit wissen. Ne? So ist es und so nehmen wir das auch auf. Okay, so. Tesoro mio, für dich. Wen haben wir denn hier als Sternzeichen? Ja, mit wem könnten wir hier zu tun haben? Das ist dein Sonnensternzeichen, dein Aszendent, Mond oder Venus. Also hier hast du alle Erdelemente. Also du hast hier Stier, Jungfrau, Steinbock, Mercurio, Jungfrau, meine Geburtstagskinder, Zwillinge. Zwillinge, ich weiß, dass ganz viele Zwillinge zuhören. Ich grüße euch. Die Ella vor allem, die immer so fleißig ist. Ne? Dann gibt es auch eine andere, aber ich kenne sie jetzt nicht so. Mit der Ella hatte ich mal oft private Legungen. Danke, Ella, dass du meinen Kanal von Anfang unterstützt. Danke, danke, danke. Das ist wirklich etwas Schönes, wenn man von Anfang an unterstützt wird. Also ich habe solche Menschen, die von Anfang an, wo ich begonnen habe, mich wachsen gesehen haben. Ja, also das ist wunderschön. Das ist wirklich so, es geht in die Haut rein, Gänsehaut pur. Schütze und Pluto, also du hast hier auch Skorpion, die Wiedergeburt, das ist so. Das ist immer wieder so. Wir werden wiedergeboren. Manche Menschen haben das. Also ich sage es immer wieder, Skorpion, Pluto-Energie in seiner astrologischen Karte zu haben, ist manchmal nicht einfach. Ja? Aber es gehört dazu. Pluto macht Angst, aber es kann auch sehr viel überwinden. Ja? Okay, Tesoro mio, das war alles. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich wirklich von Herzen für eure Kanalmitgliedschaft, für eure Abonnementen, also dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ich das richtig sage, nicht sich zu irgendwie ausländisch anhört, Abonnement. Ja, auf jeden Fall, ich sage immer, wir sind Multikulti hier oft in den Videos, ihr seid alle willkommen. Ich schaue nicht, ob du von diesem Land kommst, ob du von einer anderen Religion kommst, weil, wie gesagt, Religionen sind sowieso da, um nur uns zu steuern. Ja? Die Menschen benutzen die Religion, um etwas beizutragen, aber manchmal ist es bösartig, was die Menschen mit Religionen machen. Ja? Also von dem her, lassen wir uns bitte nicht, wie sagt man das, ablenken von der höheren Macht, was gerade geschieht in dieser Welt. Ich bin auch mittendrin, ich lebe ja auch hier in Deutschland, ich liebe mein Land, das ist für mich mein Zuhause und natürlich unterstütze ich auch Deutschland. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde, wir sollten hier leben und wir sollten uns auch irgendwo anpassen. Jeder, der in ein anderes Land umzieht, sollte sich auch anpassen mit der Sprache, ja, und mit allem drum und dran. Nicht nur sagen, hey, ich bin jetzt das, ich bin Italienerin, ich bin Kurdin, ich bin Spanierin. Nein, ich bin hier in Deutschland. Ich respektiere den Land, da wo ich lebe, da wo ich wohne. Ja, das ist wichtig. Also das ist
wirklich eine Message, die wir alle verstehen sollten. Das ist genauso, wie wenn ich sehe, die Menschen, die in meinem Land wohnen. Ich wohne da nicht, nicht, dass es mich nicht interessiert, aber ja, es ist mein Land, aber ich lebe hier. Das ist mein Zuhause. Ich habe hier mein Haus, meine Familie, meine Kinder aufgezogen. Ich bin selber hier groß geworden und ich achte auf Deutschland, das ist klar. Also achten wir alle, wo wir wohnen. Non sputiamo dove mangiamo. Also das bedeutet, tun wir nicht spucken da, wo wir essen. Wir bekommen hier unsere Nahrung, wir bekommen hier ganz viel. Deswegen ziehen wir um. Also meine Eltern sind umgezogen, weil sie in Sizilien nicht das Leben hatten, so wie hier. Natürlich stehen wir morgens auf und wir schuften und wir arbeiten um unser Geld. Aber Deutschland ist auch gut zu uns, ne? Also ich kann mich nicht beschweren. Es gibt gute Deutschen, es gibt schlechte Deutschen, es gibt gute Italiener, es gibt schlechte Italiener, ja? Aber tun wir nicht bitte alle in einem Topf. Das ist nur das, was ich sagen will. Dass nicht alle Muslime, dass nicht alle Christen gleich sind. Ja? Was es auch für Religionen gibt. Wir sind Menschen immer noch. Ja? Und der Mensch sollte als Mensch betrachtet werden. Okay, so, das ist alles. Pass auf dich auf, das Oromio. Mach's gut. Ciao.